und willkommen zurück in Kankburg. Ich stehe hier gerade, oder schwebe besser gesagt, über der großen Autobahnbrücke, die unsere wunderschöne Stadt verbindet mit dem restlichen Gebiet. Denn... Huch, wo fliege ich denn hier gerade hin? Denn ich habe mir nämlich jetzt mal diese Mod besorgt mit den ganzen Gebieten. Und dann habe ich die eben schon mal alle gekauft. Die hier unten habe ich erstmal noch nicht gekauft, weil ich dachte mir, ja, die brauchen wir erstmal noch nicht sofort. Ich finde es super, super schade, dass ich das Gebiet hier drüben nicht kaufen kann. Also hier neben diesen beiden, das hätte ich ja echt super gefunden. Dort die Spitze rum, ne? Aber naja, ich habe ja hier drüben noch eine Bucht und die werde ich auf jeden Fall bebauen. Da habe ich schon voll die Pläne für. Aber heute erstmal was anderes. Und zwar ist es ja so, dass in meiner Stadt immer wieder Stromprobleme gibt und ich kann ja hier auch nicht 100 Millionen Windkrafträder hinbauen. Und da ich ja auch wieder verwendbaren, wie auch immer, Strom haben möchte, gibt es ja hier noch das Wasserkraftwerk und genau dieses möchte ich heute bauen. Und da bietet sich eben dieser Fluss hier, bietet sich ja perfekt an, weil der hat so eine mega Strömung, wie wir anhand dieser fetten Pfeile sehen. Also ich glaube, das sind schon echt die größten, die es so gibt und die bedeuten halt gute Strömung. Hier könnte sich so ein Bau eines Wasserstaudamms lohnen. Also ich bin ja eigentlich nicht so ein großer Freund von Wasserstaudämmen, weil irgendjemand zieht daraus immer miese, aber das ist ja nur ein kleiner Staudamm, der den Fluss jetzt nicht übelst beeinflussen wird. Außerdem fließt das Wasser auch oben drüber, also wir ziehen uns nur ein bisschen Energie. Genau, und dafür habe ich eben das Gebiet hier drüben einfach mal gekauft. In dem Gebiet gibt es übrigens auch Erdöl. Da können wir dann nochmal spezialisierte Industrie bauen. Und außerdem hier hinten gibt es auch dieses Gelbe, das ist fruchtbares Land. Eventuell, ich weiß nicht, ob das jetzt schon sehr fruchtbar ist, ob sich das lohnen würde. Aber dort könnte man dann eben solche spezialisierte... Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das ist. Ich glaube bei den Gebieten... Dann spezialisierte Industrie, genau, dann Agrarindustrie können wir dann mal ausprobieren. Erzindustrie haben wir ja schon hier drüben. In Erzbock, also in dem Gebiet, haben wir ja Erzindustrie. Das war ja dieses Blaue. Das Blaue steht für Erzindustrie. Und das Schwarze steht eben für Erdöl. Und das Gelbe für, ja, Agrar. Und das Grüne ist halt Wald, aber... Ich habe meine Bäume eigentlich ganz gerne und ich möchte die nicht unbedingt abholzen. Ich pflanze ja immer wieder fleißig welche dazu. Ja. Was jetzt hier noch so in meiner Stadt los ist, das ignorieren wir jetzt einfach mal, weil ich will jetzt unbedingt dieses Wasserkraftwerk bauen. Bei Strom. Genau. Was ich so nach der letzten Folge gebaut habe, zeige ich euch dann einfach mal kurz nachher. Ich habe noch ein bisschen was gebaut, deswegen... Kann ich euch das dann später noch zeigen? Die Frage ist nur, baue ich den jetzt hier im Ausgang oder eher hier mittendrin? Ich weiß nicht genau. Aber da ich ja hier sowieso alles bebauen werde, würde sich das vielleicht anbieten, weil es ist ja bestimmt hier um die Autobahn herum auch relativ laut. Und dann würde sich das ja anbieten, eigentlich direkt dort das Wasserkraftwerk zu bauen, weil das hat bestimmt auch ordentlich Lärmpegel. Genau, Lärmbelastung 50. Was hat das für eine Lärmbelästigung? Ach, 75, das geht ja eigentlich noch. Lesen wir doch erstmal, was hier steht. Fließendes Wasser ist eine unendliche Quelle kinetischer Energie, sag ich doch. Finden Sie einen Fluss mit starker Fließgeschwindigkeit, haben wir, und bauen Sie einen Damm, um sauberen Strom zu erzeugen. Wir erzeugen sauberen Strom. Ziehen Sie einen Damm. Ja... wie niedrig? Am besten nicht so hoch ansetzen, weil dann staut sich das Wasser zu sehr. Okay, der macht das jetzt so rum. Das macht wahrscheinlich... Also ich denke mal, der passt sich da automatisch an, weil andersrum würde ja keinen Sinn ergeben. Dann würde das Wasser ja in die konkave Form laufen und... Also konkav, wenn es nach innen gebogen ist und konvex, wenn es nach außen gebogen ist. Und dann würde das ja noch mehr den Beton zerbersten. Und da sind ja auch diese Stützpfeiler. Also ich weiß nicht, wie niedrig ich den hier setzen kann. Wahrscheinlich kann ich ihn auch hier oben setzen. Aber ich setze ihn so niedrig wie möglich. Und
Aha, Baukosten. Ach so, interessant. Der berechnet also richtig die Baukosten. Baukosten 38.000, geschätzte Produktion 96. 96 Megawatt? Was hat so ein Ding denn hier? Haben die nicht immer um die 20, die Wasserwindkrafträder? Jetzt muss ich mal kurz schauen. 21 MW. Okay, dann ist 96 ja eigentlich gar nicht so schlecht. Aber dass ich dann das Wasserding so weit oben bauen muss, finde ich etwas merkwürdig. Ach, wahrscheinlich, weil das dann so klein ist. Wahrscheinlich je breiter, desto mehr. Hä? I'm confused. Warum denn immer 0? Ich check das nicht. Irgendwie verstehe ich, warum der da 0, eine 0 hinsetzt. Geschätzte Mega. Na gut, dann setze ich das. Also, ich habe das auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier echt am Probieren. Also, ich weiß nicht, wie man so ein Ding baut. Also 48 klingt ja schon mal nicht verkehrt. Aber irgendwo stand doch hier eben gerade was mit 96. Geschätzte Produktion, ja 100, 128 wäre doch auch nicht verkehrt. Also ich denke mal, so an die 100 sollten wir schon rankommen, weil das ist ja so eine einmalige Sache hier. 64 ist schon mal nicht schlecht. Hier 96. Wollen wir den dann vielleicht einfach hier bauen? Ich wollte ihn ja eigentlich jetzt da vorne an der Autobahnbrücke, aber dann bauen wir ihn einfach an der Zugbrücke. Es ist ja nur 48. Habe ich das Gefühl, je weiter außen ich hier ansetze, aber ich kann das doch nicht so weit außen ansetzen. Das finde ich irgendwie krass. Das finde ich ganz schön heftig, den hier so weit außen anzusetzen. 80? Ich weiß nicht. Verdammt, ich würde gerne aufbauen. Wir bauen jetzt einfach. Ich meine, es kostet 76.000. Ich habe 11 Millionen. Wenn es blöd ist, reißen wir einfach wieder ab und bauen ihn an einer Stelle. Oh, ich bin super mega gespannt, was jetzt gleich passieren wird. Was ist denn da hinten mit den ganzen toten Köpfen schon wieder los? Ich habe doch eine Bevölkerung. Na gut, meine. Ich hatte zwischenzeitlich schon mal. Ich habe ja ein bisschen weitergespielt. Weil ich habe noch ein bisschen Industrie gebaut, weil ich denke mir halt, Industrie ist immer so, naja, nicht ganz so spannend. Deswegen habe ich das mal so selber gemacht und war dann so auf knapp 70.000, habe auch übrigens den letzten Meilenstein erreicht. Megalopolis, den man ab 65.000 Einwohnern bekommt, war dann schon auf 70.000, aber jetzt sinkt es gerade wieder. Ich weiß nicht, was los ist. Chirpy sagt mir ja nichts mehr. Ja, ihr habt mich vielleicht gewundert. Es ist ja so ruhig. Gar nicht mehr dieses Plong, Plong alle 5 Sekunden. Ja. Chirpy ist tot. Chirpy wurde. Wow, voll die Überschwemmung. Chirpy. Eieieiei. Ist vielleicht doch ein bisschen zu groß geworden. Chirpy, da gibt es ja diese Mod und. Aber ich muss mal ganz kurz gucken, was hier los ist. Dieses Icon kenne ich noch gar nicht. Zu wenig Dienstleistungen. Das soll also heißen, ich habe zu wenig Shops. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, denn in meinen Richtlinien habe ich ganz eindeutig angegeben, hier Kleinunternehmer und so. Ich verstehe das einfach nicht. Das müsste doch übelst boomen. Naja, ich mache das jetzt mal in dem Gebiet auch noch mit dem Großunternehmer- und Kleinunternehmer-Enthusiast. Was ist denn Industrieflächenplanung? Ermöglicht der Industrie durch die Nichtbeachtung einiger Sicherheitsregeln noch effizienter zu arbeiten. Verdoppelt die von Industriegebäuden produzierten Waren unterhalb, bla bla. Hm, vielleicht erstmal nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich mache jetzt auch mal hier das mit dem Kleinunternehmer-Enthusiast. Ich weiß nicht, wie ich hier noch den Verkauf steigern kann. Ich verstehe es nicht. Eigentlich müsste das übelst boomen mit dem Verkauf. Durch diese Funktion hier, was ich ja schon mal in einem anderen Video erklärt hatte. Kleinunternehmer-Enthusiast, was eben die Verkäufe verdoppelt. Es müsste das ja eigentlich auch
die den Rohstoffbedarf verdoppeln quasi. Deswegen habe ich auch immer so einen hohen Industriebedarf. Daher verstehe ich es nicht ganz, dass dann zu wenig Dienstleistungen da sind. Aber gut, der Bedarf nach Dienstleistungen ist da. Was ist hier das Problem, dass ich da nichts bauen kann? Ich glaube, das Stromding. Ich reiße es einfach mal ab. Eigentlich müsste sich jetzt das Gebiet mit dem Sch Was ist das hier? Demolished Abandoned? Was ist denn das jetzt für ein Scheiß? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das ist vielleicht von irgendeiner Mod. Demolish? Burned? Auch keine Ahnung. Genau. Shops wollte ich gerade bauen. Mach das hier mal weg. Das Wohngebiet. Da geht's sofort los mit dem Shopbau. Ich könnte dann eigentlich auch mal die große Straße weiterführen. Weiterführen. Da könnte ich eine Brücke bauen in das neue Gebiet dann hier rüber. Das mache ich vielleicht direkt in der nächsten Folge. Jetzt muss ich erstmal schauen, dass ich hier keinen Mist baue mit dem Strom. Aber andererseits wirkt das vielleicht ein bisschen gegen diese Überschwemmung, die ich hier so extrem habe auf dem Gebiet hier. Also nicht extrem, aber doch ein wenig. Was ist denn hier los? Was bedeuten denn diese Totenköpfe hier schon wieder? Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Leichenwagen in Verwendung. Okay. Also habe ich zu wenig. Es kann gar nicht sein. Ich habe so viele von diesen. Nee, nicht Arztpraxen. Ich habe so viele von diesen Krematorien. Das kann eigentlich gar nicht sein, dass da zu wenig sind. Vor allem, das ist doch das Beta-Krematorium. Leichenwagen in Verwendung. Hä, warte mal kurz. Das Beta-Krematorium hat doch eigentlich 7 Leichenwagen. Oder irre ich mich da gerade? Das ist doch das Beta-Krematorium. Warte mal, hier ist noch Platz. Eigentlich hatte das doch immer 7. Ah, ich bin so verwirrt. Ich bin so verwirrt. Das ist das normale Krematorium, was ich glaube ich hier auch noch irgendwo habe. Ne, hab ich, das habe ich gar nicht mehr. Ich habe überall diese nur noch. Ne, das ist das normale. Ach, das hat sogar nur 2. Hä? Das hatte doch immer 7. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das 7 hatte und das andere 5 oder so. Komisch. Vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit dem Müll oder so. Das kann ja doch sein. Ja, dann. Komisch. Ich dachte immer, das hatte übelst viele und noch eine viel höhere Aufbewahrung und so. Ich muss mal noch mal eine alte Folge schauen. Da habe ich das Problem ja schon mal gehabt mit den Leichenwagen. Ich weiß es gerade nicht und ist ja auch gerade nicht so wichtig. Wichtiger ist gerade unser Staudamm. Ich bin ja blöd. Ich muss da natürlich auch mal eine Stromleitung legen, ne? Das habe ich jetzt noch gar nicht gemacht. Also aktueller Stromverbrauch oder eher Produktion 1236. Das schwankt immer so ein bisschen je nach Windstärke. Na, pass mal auf. Ich baue das jetzt mal hier rüber zum Bahngleis. Und dann baue ich einfach mal hier so das da so dran. Und dann wird hoffentlich gleich die Stromproduktion um einiges steigen. Stromerzeugung? Na? Ist doch angeschlossen. Müsste jetzt aber um einiges ansteigen. War ja eben gerade bei 1000, was habe ich vorgelesen? 236? Oder das zielte schon dazu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht hat es das auch schon. Ich kann es ja mal kurz ausmachen.
gucken, wie sich das dann mit dem Strom verhält. Aber eigentlich ist es ja jetzt angeschlossen ans Stromnetz und müsste das sich doch dann eigentlich. Ah ja. Jetzt sind sie nämlich bei 1130. Und wenn wir es wieder anschalten, ist es eben bei den 1200, was auch immer es da gerade war. Hier ist ja eben auch die, vorhin, wo ich es gebaut habe, war ja irgendwas mit 128, glaube ich, und 100, viel mehr, 144, aber wie man sieht, das schwankt hier eben auch ein bisschen. Ist alles nicht so ganz perfekt. Und ja, das Problem ist halt, das Wasser wirbelt es jetzt wieder zurück, ne? Die Wasserströmung, die ist eben übelst stark jetzt und geht dann halt wieder ein bisschen zurück. Und ich muss halt echt aufpassen, dass hier nicht irgendwann mir das die Brücke überflutet. Und auch die Autobahnbrücke. Ach nee, die ist ja dahinter. Aber das ganze Gebiet hier, also ich weiß nicht, ob es noch mehr ansteigt, aber vielleicht setze ich den Staudamm dann doch noch mal ein Stückchen niedriger. Vielleicht baue ich auch hier noch mal, wo hier lohnt sich jetzt gerade gar nicht mehr irgendwie zu bauen. Ja. Keine Ahnung. Oh, 112 im Normalbetrieb. Ich weiß nicht, wie es bei anderen so läuft. Keine Ahnung. Ich finde, es läuft erstmal ganz gut hier. Ach, guck mal, da kann man sogar eine Straße drüber bauen. Das ist ja cool. Ich weiß zwar nicht wozu, aber das dient quasi gleich als Brücke. Das haben sie ja schön gemacht. Also es schwankt hier immer so ein bisschen zwischen 112, 128. Aber es scheint erstmal zu funktionieren. Und dann kann man sich mal ganz kurz anschauen, was hier noch so für Probleme sind. Nicht genügend Arbeiter. Ja, ist ja klar, bei minus 225 Abwanderungen hier. Nicht genügend Arbeiter, nicht genügend Arbeiter, nicht genügend. Aber genügend Wohngebiet habe ich eigentlich. Ne? Es ist genügend Wohngebiet da. Haben wir es eigentlich zusammengebaut oder habe ich das einfach mal so gebaut? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich bin mir da gerade nicht so sicher. Ich weiß, das haben wir zusammengebaut. Downtown. Ich lass das jetzt einfach mal im Downtown. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil hier drüben ist Hightown und das ist halt Downtown. Aber ich glaube, das Gebiet habe ich einfach so mal selber gebaut. Genauso wie, ja, das wollte ich euch noch zeigen. Industriebedarf war halt mega hoch und ich dachte mir, wenn mehr Industrie reinkommen, kommen mehr Arbeitsplätze und dadurch eben mehr Bewohner. Und dann habe ich eben das ganze Gebiet hier um die Autobahn. Da hatte ich ja schon diese Hochstraße. Und da habe ich einfach lauter Abzweigungen gemacht und habe hier überall ein bisschen Industrie hingebaut. Habe das auch gleich, gehe ich mal auf den Verkehr. Hab das auch gleich mit Tunneln verbunden. In die drüben hier in die andere Stadt. Ist eigentlich ganz cool. Ich kann dann eigentlich mal alle Tunnel so ein bisschen miteinander verbinden, damit sich dann vielleicht der überirdische Verkehr ein wenig beruhigt. Habe hier überall auch noch ein paar Tunnel gebaut. Habe eben das ganze Industriegebiet dann. Ich habe gesehen, ja, es läuft hier drüben echt gut. Die haben sich sofort angesiedelt. Und dann, wow, jetzt gucke ich jetzt gerade ein bisschen. Und dann habe ich eben hier drüben, wo ich meinen allerersten Güterbahnhof gebaut habe, habe ich dann eben auch noch lauter Industrie gebaut. Und wie man sieht, hat sich alles sofort angesiedelt. Merkwürdigerweise immer das Gleiche. Haushaltstechnik. Hä, sind ja immer die gleichen Häuser. Das ist mir neu. Das ist ja verrückt. Hä? Sind ja immer die gleichen Häuser. Das ist aber hier drüben nicht so, oder? Hier fällt es nicht so auf, weil die Straßen nicht so gerade sind. Obwohl, wenn ich mir das so anschaue, ist auch immer das Gleiche. Aber das ist ja nicht so schlimm. Viel schlimmer sind gerade die ganzen Totenköpfe. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, das war es erstmal für die Folge, weil ich werde mir mal kurz eine alte Folge anschauen, wie das da mit dem Krematorium war. Ob dort die Krematorien mehr Leichenwagen hatten. Ich verstehe das gerade alles nicht so richtig.
Überall ist halt jetzt hier, ja, Verstorbener muss abtransportiert werden. Ein Verstorbener muss abtransportiert werden. Irgendwie sterben die gerade alle. Ich kümmere mich da gleich mal und dann in der nächsten Folge vielleicht das neue Gebiet mit Ölindustrie. Wir werden sehen. Bis dann. Ciao.